Nummer 3. Willkommen zu einem neuen Video von Thomas und von mir. Wir waren in Greinbach im Base Racing Center testen, das erste Mal, das heißt das erste Roland seit 2 Jahren. Mir hat der Tag sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und zwar hatten wir das erste Rollout, das erste Testen, und zwar wollte ich das erste Mal fahren gehen bewässert, also es war Nassdriften, wie ihr gleich sehen werdet, hoffentlich. Und wir sind den ganzen Tag dort bewässert gefahren, hat wirklich sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht, das Auto ist auch bei den Leuten und Zuschauern sehr gut angekommen. Und ja, unser Tag hat so begonnen, wir haben abgeladen dort, sind die ersten, was sind wir gefahren, 5, 6, 7 Runden, ja, sowas. 5, 6, 7 Runden sind wir dort gefahren. Dann ist ein kleines Malheur passiert, dann ist vom Servoschlauch, also vom Lenkgetriebe, von einem Dashfitting, der Schlauch rausgerutscht. Den dürfte ich nicht ganz reindreht haben, also war ein Fehler von mir. Das haben wir in der Mittagspause dann behoben, da haben wir einfach den Schlauch wieder drauf dann und wieder ein Servoöl eingefüllt. Das ganze Problem war somit behoben. Und dann sind wir mit dem Auto eigentlich durchgefahren und sind wirklich 90 Liter Sprit verfahren. Und so das Einzige, wirklich, wofür ich ausgestiegen bin, war tanken und Leute einsteigen lassen. Und ja, ja, das Auto ist leider, leider sehr, sehr dreckig geworden. Obwohl das Auto ist schon abgekerchert worden am Waschplatz, ist er immer noch sehr dreckig, weil innen ist da ungefähr noch die... Also so hat das ganze Auto eigentlich ausgeschaut, außen auch und unten und überall. Also echt eher nicht so cool. Das Richtige für dich. Ja, jetzt heißt es halt putzen mit Glasreiniger und Fetzen. Aber wie gesagt, es hat sehr Spaß gemacht. Ich bin wirklich so viel wie noch nie in meinem Leben vorher gefahren mit dem Auto. Weil selbst als Sauger hatte ich Temperaturprobleme, weil da war der Wasserkühler noch vorne und da habe ich nie so viel fahren können. Jetzt haben wir temperaturtechnisch wirklich 1A alles im Griff. Also bei uns ist sogar einmal ein Lüfter ausgefallen und da haben wir maximal gehabt, was haben wir gehabt, 95 oder so, irgendwas Wasser. 96 sind das, ja. Also war wirklich, wirklich, wirklich top. Das Auto funktioniert so gut, ich bin von dem Getriebe extrem begeistert, also das ist wirklich geil, weil wir jetzt auch hören beim Fahren ein bisschen surren, das ist kein Kompressor, das ist das Getriebe und ja, ich bin echt happy, Sprit braucht das Ding echt enorm, also wirklich viel Sprit und ja, vom Fahren, vom Lenken mit dieser elektrohydraulischen Servo, es funktioniert wirklich alles so, wie ich mir das eigentlich besser sogar, als ich mir vorgestellt habe, wirklich besser. Ich bin so glücklich mit dem Auto jetzt und es hat so super funktioniert, es hat echt Spaß gemacht und ich bin schon auf die ersten Trocken-Track-Days gespannt, weil trocken wird das Ganze, glaube ich, recht interessant, das hat sogar der Thomas mitbekommen, weil wir zum Schluss haben es dann ein bisschen weniger bewässert und da hat es dann ein paar trockene Stellen gegeben und das war einfach abartig, wie das Meter gemacht hat am Trockenen, gell Thomas? Das ist wirklich brutal. Ja. Das war echt. Das ist, also wenn man vom Nassen aufs Trockene gekommen ist und man ist voll drauf geblieben, ist das gewesen, wie wenn da wer hinten ins Auto reinfährt. So ja. Andacht hat das. Ja, ist uns passiert. Einmal haben wir da einen Reifenstapel erwischt. Ich habe einfach das Auto nicht mehr einschätzen können, weil das Auto so groß ist. Weil der E46, den mit dem 2Z, was wir gehabt haben, der war ein bisschen übersichtlicher und das Auto ist einfach so groß, das ist zum Driften echt, muss ich mich wieder dran gewöhnen. Und wie gesagt, einmal haben wir einen kleinen Reifenstapel erwischt und haben die Stoßstange verloren, aber ja, soll nichts Schlimmeres passieren. Die nächsten Arbeiten sind jetzt Auto putzen, dann die neue Motorhaube drauf, weil der Schweizer Käse ist ja ein Wahnsinn.
Und ja, Auto putzen, schöne Stoßstange drauf, Motorhaube drauf und dann Stoßstange wieder, ein bisschen Spot Repair. Und das nächste ist, was wir fahren. Was fahren wir eigentlich als nächstes? Das ist eigentlich. Gute Frage. Vielleicht am 14. April, an das Wochenende, vielleicht Töckel, weil da gibt es Drift Kings in Ungarn. Vielleicht fahren wir da Rennen mit. Gut, da muss ich sogar noch Fotos jetzt schicken. Gut, dass wir darüber reden. Und dann ist der nächste Step eigentlich bei den TSN-Jungs am Meidl Airport. Dort werden wir eine leibende Show machen. Da werden wir extra unser Titanrohr montieren, damit es da vorne mal gescheit rausbrennt. Ja, wie gesagt, sehr erfolgreicher Tag in Greinbach. Hätte ich mir nicht gedacht, dass es so erfolgreich wird, ehrlich gesagt. Es war ja wirklich bis auf den Schlauch nichts. Und thermisch, achsgeometrisch, reifentechnisch, kühlertechnisch, motortechnisch, wirklich geil. Und der Sound ist auch einfach Wahnsinn. Also der Sound ist einfach. Single, das hat sich echt auszahlt aufs Single Turbo zum Umbauen. Der Klang ist einfach richtig leibend. Ja, dann im nächsten Step geht es jetzt am Prüfstand und zwar mit Monkey Style. Und zwar mit seinem RX8, weil der hat ja einen LS1 Motor drinnen. Das ist ein LS3 mit 6,2 Liter. Er hat einen LS1 mit 5,7 Liter. Hat auf ein Biturbo-Setup umgebaut, hatte vorher einen Kompressor und zwar hatte er mit dem Kompressor-Setup 406 PS und 600 Newtonmeter, was jetzt nicht so berauschend war für eigentlich so einen großen Motor mit schon ein bisschen Luft. Und ja, wir haben dann leider ein bisschen abbrechen müssen, weil zwei, drei Komplikationen waren, weil die Ölpumpe nicht genug Druck gemacht hat für die Hydros, da sind uns die Hydros immer ein bisschen ausgegangen. Dann das Gaspedal gehört nochmal nachbessert und thermisch muss er und stromtechnisch. Die Lichtmaschine dürfte nicht funktioniert haben, deswegen haben wir da Ladegeräte und alles drauf gehängt. Hat aber soweit alles gut funktioniert, hat mit 0,7 bar 840 Newtonmeter und knapp 600 PS gemacht, was ganz gut ist für 0,7 bar, ist ganz amtlich. Bei diesen Motoren braucht man einfach nie Ladedruck, das ist einfach geil. Beim 2JZ musst du immer fahren, 3 bar Ladedruck oder bei den Evos, noch schlimmer. Aber da echt große Motoren, das ist ja der Hubraum und Ladedruck, ist einfach abartig. Ja, jetzt liegt es wieder am Thomas, ich habe mein Quagwa runtergeratscht, dass der Thomas wieder ein gutes Video zusammenschneidet. Ich hoffe, es hat euch gefallen, schönes Wochenende, Bussi Papa. Started off with nothing, now I'm big. Yeah, they try to stop me, find a way. Didn't have a lie, now we're drinking champagne. Vision 2020, been a party all day. After everything we've been through, you know that we deserve to have a good time. Baby, you're a dime, I've been watching you whine. On the dance floor, yeah, your body like wine. Getting better over time, your body like wine. Got me tipsy, baby. All about love at the 60s, baby. Getting loud.